Das große Finale, unser Bounce House Rankings. Die Coaches haben abgestimmt und heute präsentieren wir euch ein letztes Video und zwar die 10 besten Außenangreifer. Das Highlight. Und most debatable wahrscheinlich auch. Weil das die Liste, könnte und die sollte ziemlich heiß spannend werden. Bisher, immer heiß. Einfach du Scheiße, Alter. Oh, Supi traut sich nicht mehr richtig. War Scheibe im Rücken. Ja, der war im Rücken. Geiler Hit auf 4 Meter, die Diagonale gießen. Auf Platz 10 muss man inzwischen, das ging jetzt ziemlich schnell, ja schon fast sagen, eine Hildesheimer Legende, Jory fucking Mantha, hat es diesmal ins Ranking reingeschafft. Ey, ist gut. Aggressive Leader, wichtig fürs Team dieses Jahr gewesen, hat gute Stats rausgeknallt, war in wichtigen Momenten auch oft da, wenn er fit und gesund war. Ja, gerade Richtung Ende der Saison und jetzt auch zwischenzeitlich in den Playoffs, war dann wieder ein kleines bisschen angeschlagen. Aber war wirklich ein wichtiger Teil, weil ja wirklich die Grizzlies auch auf Außen enorm improved. Das lag vor allen Dingen an einem anderen noch, aber kommt auch an einem fitten Jory Mantha. Ja, ja, das stimmt. Deswegen, also der gehört da schon okay, dass er da reingehört dieses Jahr. Das. Ja, safe. Ah, der war jetzt mal ehrlich oben drüber von Cody. Ja, mit Platz 9, ihr seht es schon, ist Olaf vielleicht nicht so richtig einverstanden. Es ist ein bisschen spannend, weil letzte Saison, obwohl er da mehr gespielt hat und eine größere Rolle für Berlin gespielt hat, war er tatsächlich nicht im Ranking, war Platz 11, der Bubble Boy. Dieses Mal auf Platz 9 mit dabei, der Edeljoker. Immer noch einer der absolut besten Blocker auf der 4 natürlich und einfach immer wieder so ein Keyplayer, wenn er mal von der Bank kommen muss, Cody Kessel. Ich widerspreche gar nicht und ich widerspreche auch nicht mit dem Ranking, dass der auf Platz 9 ist. Ich überlege nur gerade, ob er dieses Jahr bei den Spielanteilen und der Wichtigkeit, die er hat, überhaupt in dem Ranking auftauchen sollte. Das ist so mein Thema. Darüber denke ich gerade nach. So, das ist mein Punkt. Ja, zwei statistische Schmankerl, die dich wieder besonders freuen werden bei der Low Sample Size und gegen schwache Gegner. Cody Kessel, der beste Annahmespieler okay, dieser super. Liste ja, mit 51% ja. Und sagenhafte 0,02 Asse pro Satz. Ja. Mit seinem Zitat, Nasty Float. Nasty Float, ja, ja. Debatable, wie gesagt, an der ganzen Sache. Dürren hat es aber auch schwer. Also Mitte ist noch gar nicht drin im Angriff. Oh, der hat geklatscht, Alter. Geil. Alter. Den mag ich, ne? Den hab ich lieben gelernt. Ja, ich freue mich, dass er da in der Liste ist. Ein geiler Typ. Ich glaube auch tatsächlich, also Herrsching, gut, die hatten eine brandheiße Phase. Da war er natürlich auch ein enormer Faktor. Ich habe das Gefühl, er lief ein bisschen unterm Radar und hat noch diesen Rookie-Negativ-Bonus bei einigen Coaches bekommen. Wir werden ein, zwei Kandidaten gleich im Ranking sehen, wo ich persönlich sage, hätte ich ihn wahrscheinlich drüber gesetzt. Ich fand Kann Daniel so Groveus ja. hat ein geiles Allround-Paket gezeigt. Wir hatten in der Vorbereitung, als wir noch so ein bisschen drüber gesprochen haben, hatten wir sehr viel Angst um seine Annahme. Die Bedenken haben sich nicht bestätigt. Die sah auch wirklich shaky aus am Anfang der und Saison. Und er ist ein geiler Typ, hat einen geilen Arm, ist dynamisch, athletisch, ist ja auch noch jung, 24 Jahre. Ja, also der hat wirklich viel Spaß gemacht und der gehört da auch wirklich absolut hin. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der da nicht reingerät, weil die Trainer ihn irgendwie underraten oder so, aber ist gut. Könnte sogar, also meine Tendenz ist auch, dass man den eher nach oben schieben könnte. Mit fast 50% eine der besten Angriffsquoten gehabt hier im gesamten Feld. Also schauen wir mal, ob wir ihn nächstes Jahr nochmal sehen. Ich glaube, da gibt es die finale Antwort noch nicht. Ich würde mich freuen. Ich auch. Reset. Hängt in Schwall. Oh, Show! Das sah so geil aus der Perspektive. In den Briefkasten von Maja Ula, der sich auch noch ein bisschen vertritt. Ein Mann, den wir leider nächste Saison definitiv nicht mehr sehen werden, der einer meiner Lieblingsspieler in den letzten Saisons war, von den Powervolleys aus Düren, Marcin Arnastovic, hat sich verabschiedet mit einer schwachen statistischen Saison, muss man sagen. Wir blenden euch das hier natürlich wieder ein. Angriffsquote auf 40% abgesunken. Er gehörte auch nicht mehr zu diesen absolut elitären Annahmespielern. Immer noch gut, immer noch weit über dem Durchschnitt, so kennt man ihn ja auch. Aber irgendwie in der Rolle, Back Daddy ist weggebrochen, Marcin hätte liefern müssen, war er nicht an der Lage, für die Powervolleys zu schultern. Er musste am Ende eine Rolle einnehmen, für die er nicht gemacht ist. Er ist dieser zweite Außenangreifer, der gut Annahme und ein bisschen Aufschlag und sowas alles macht. Diese Rolle kann er dann nicht einfach so umschiften, das funktioniert nicht. Und er wurde jetzt auch im Zuspiel, also er wurde nicht in die Situation gebracht, wo er dann wirklich auch glänzen kann. Und das nicht durchgehend. Und deswegen tut es mir fast ein bisschen leid. Nach wie vor gehört er aber trotzdem so ein Top-10-Ranking rein irgendwie, weil er halt einfach ein sehr guter Spieler ist übergestanden über die Jahre. Aber ich verstehe, ist halt schwierig zu bewerten. Bewertet man ihn vom letzten Jahr in einer vielleicht besseren Mannschaft, besser eingespielt? Hat sich besser gestanden, so einen Tony Brandt daneben zu haben. Aber genau. Marcin, klar, wenn du dann auch noch so einen richtig guten Angreifer daneben hast, ist Marcin eigentlich der perfekte Außen für die meisten Teams. Das zweite dazu, ganz genau. Ja, deswegen. Und das musste er dieses Jahr ein bisschen ändern. Deswegen war die Saison vielleicht ein bisschen durchwachsen, aber trotzdem hat er ein geiles Skillset, ist ein geiler Typ und wirklich schade, dass so einer die Bundesliga verlässt. 27. Mhm. Ja. Boah, ist
anzubringen. Das ist ja sehr schmackhaft. Er ist von Elster. Drauf und Lüneburg ist wieder da. Naja. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Kandidaten, der ebenfalls die Bundesliga One and Done wieder verlassen wird. Jesse Elster. Erstaunlicherweise, je nachdem, was er für einen Look hat, könnte man ja fast denken, er ist schon ein bisschen älter. Aber ebenfalls auch erst 24 Jahre. Sieht manchmal aus wie 45, Alter. Ja, mit dem langen roten Bart und ein bisschen längeren Haaren. War ja auch der Kapitän. Tatsächlich, der SVG Lüneburg war da sehr, sehr beliebt. Hat seine Rolle auch gut gemacht, dadurch, dass Lewinsky ja gar nicht eingeschlagen ist. Ich finde es ein kleines bisschen schmeichelhaft, ehrlicherweise, dass er an Platz 6 gelandet ist, weil rein statistisch, klar, er ist ein sehr, sehr guter Aufschläger. Er ist auch ein guter Blocker, 2,4 Meter, sehr, sehr physisch. Aber Angriffsquote und dann auch so die restlichen Skills, Annahme, finde ich, gehört er da nicht unbedingt auf Platz 6, aber trotzdem natürlich Lüneburg eine Wahnsinnssaison gespielt und da war er ein wichtiger Part. 100%. Hat sich aber auch verdrängen lassen von Mowinkel teilweise. Ja, oder Stefan Hübner hat ihn verdrängt, weil und wenn Mowinkel nicht geliefert hat, kam aber Elster zurück und hat dann auch geliefert. Also er war ja oftmals dann, selbst von der Bank, hatte er Impact, egal ob es in Playoffs war oder auch in der Hauptrunde noch. Und deswegen, das ist ein sehr guter Spieler. Hört schon raus, vielleicht hätte ich ein bisschen tiefer gehabt. Weil da sind ein, zwei hinter ihm, die wir gerade genannt haben. Die fand ich diese Saison besser. Ja, ist jetzt auch der letzte Kandidat, bevor wir wirklich eine ganz klare Top 5 der Coaches hatten. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Was aktuell? Boah, fast Nasenbluten. Zweimal. Schlecht. Da ist er wieder. Das ist der Tim Peterwinkel. Ja. Das wird jetzt spannend. Jetzt kribbelt es ein bisschen. Ja, es ist spannend. Und ich meine, der Mann wurde letztes Jahr schon gescholten, sagen wir es mal fast. Also nur Platz 9 für Tim fucking Peter, der da schon eine Wahnsinnssaison gespielt hat. Das spielt er auch dieses Jahr wieder. Also ist natürlich klar, bei den Außenangreifern in Friedrichshafen, Jan Fornal dreht jetzt gerade zu den Playoffs nochmal auf. Aber war die ganze Saison über eher eine Enttäuschung. Jackson Young, up and down, also gerade in der Annahme immer wieder rausgeschossen worden. Und da hat Tim, also genau das, was wir von Marcin jetzt vielleicht in Düren erwartet hätten, hat er in Friedrichshafen mit deutlich Druck wirklich für mich absolut geliefert. Ja. Annahme hat er sich ein bisschen eingereiht in den allgemein schwachen Annahmeriegel des VfBs, so über die gesamte Saison. Ich meine, in den Playoffs sieht es gerade ganz gut aus, mit einer 1-0-Führung zu dem aktuellen Zeitpunkt. Er hat aber, und du musst es so sehen, dieser Mann hat auf außen geschultert und ist jetzt in einer Finalserie zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, 1-0 vorne gegen die BR Volleys. So, und das kannst du nicht wegreden. Der Mann spielt mit seinen Tools und vor allem, was für eine Scheiße der zum Teil auflösen muss im Angriff, spielt er eine heftige Saison, ist unfassbar wichtig für ein Top-Team in der Bundesliga. Ja, und ist ein geiler Charakter, ist ein geiler Typ und von daher aktuell, wie gesagt, sind ihm noch die Gerüchte, vielleicht Frankreich, vielleicht Gießen. Wir drücken alle die Daumen, dass Tim nochmal in Deutschland bleibt, weil der würde uns fehlen. Richtig geiler Kandidat, der vielleicht auch für die Nationalmannschaft ja nochmal ein Faktor wird. Und perspektivisch für die Eintracht aus Bonthead. Sowieso. Man kennt es. Ich auch nicht. Ja, Stefan hat das nämlich aufgekehrt. Krass. Deswegen, das ist gut, dass das jetzt gekommen ist. Sonst hätte ich mich nie entschuldigt. Das wusste ich wirklich nicht, aber offensichtlich. Das ist die Überraschung. Ja, sagen wir mal so. Nee, komm, für mich ist es die Überraschung nicht, dass die Coaches ihn da hinpacken, sondern die Überraschung der Saison auf der Position. 100%. Ja, ja. Also, das hätte man vorher nicht erwartet. Ich glaube nicht, dass ihn so viele auf dem Zettel hatten und wie der Mann eingeschlagen ist. Ich meine, ich fand die Clips in der Vorbereitung schon interessant. Aber hätte nicht gedacht, dass der das auf so konstantem Niveau abrufen kann. Also Ilija Goldrin aus Israel, 28 Jahre, da hat Itamar Stein wirklich einen super Riecher gehabt. Ich meine gut, der hat schon ein bisschen was auf dem Kerbholz, aber hat seine Rolle perfekt gemacht. War mit Abstand der beste Außen bei der zweitbesten Mannschaft in der Regular Season, nämlich den Helios Grizzlies. Und von daher für mich auch wirklich verdient da. Bricht nirgendwo weg, kann jedes Element wirklich richtig, richtig gut. In den Playoffs, fairerweise, hat er ein bisschen gestruggelt. Hat er ein bisschen gestruggelt oder hat er einfach gegen eine sehr gute Block-Defense dann gespielt? Also das ist immer... Oder hat er ein kleines bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen? Ja, weil die er Grenzen, ist halt, ja klar. Er ist halt nicht unfassbar hoch, er ist auch kein unfassbar guter Angreifer. Also klar, ne, während der Regular Season hat es gegen jeden gereicht, quasi. Ich meine, selbst Berlin geschlagen ja auch einmal in der Saison. Ich finde ihn wahnsinnig geil, auch wahnsinnig schade, dass er die Bundesliga verlassen wird. Hat Riesenspaß gemacht und ich finde, wie gesagt, verdient auf Platz 4. Ja, ist wahrscheinlich der beste Roleplayer, den wir diese Saison hatten. Und ich sag dir eins, ich hätte ihn sogar noch einen Platz höher gemacht. Oh ja. Oh, schön schmeckt, gespielt. Alter, oh, geil. Ist das ein... Ich verstehe, warum du das sagst. Ob ich mitgehen würde, weiß ich gerade gar nicht. Aber, dass ein Tim Karl besser war, ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich verstehe, wo du herkommst, Dirk. Ja. Ja, statistisch sieht es eigentlich bei Tim sehr, sehr gut aus. Also Annahmestatistik, da kann ich schon mal spoilern. Ich meine, klar, das wirst du jetzt wieder erklären. Ich meine, Tim ist das Target, kriegt oft dann auch ein paar Aufschläge, die dann wirklich für ihn gedacht sind. Die sind meistens schlechter als Dinger, die zu Ruhm Schott irgendwie abrutschen. Aber Tim hat eine hervorragende Annahmestatistik. Im Angriff ist er ja eh mal gut, da ist er wieder um und bei 47%. Ich finde trotzdem, ich meine, die Ära von Tim wird jetzt ja auch enden in Berlin. Diese Enttäuschung, die ich immer wieder bei ihm hatte, weil man ja eigentlich weiß, wie unfassbar begnadet er ist mit seiner Wahnsinnsschultern, auch in der Champions League er das teilweise angedeutet hat, finde ich, haben wir zu selten in der Bundesliga gesehen und vor allen Dingen auch über lange Phasen.
So, von daher, ich meine, Tim Kahl, der hat immer viel Liebe von allen bekommen. Auch zu Recht, ist ein Wahnsinns-Außenangreifer. Ich hätte ihn persönlich nicht auf die 3 gepackt. Kann ich erstmal so verstehen. Kann man zufrieden sein mit der Konstanz und der Saison von ihm? Nee, hat er die Skills, da einfach dazu zu gehören? Ja. Es sieht ja auch oft sehr, sehr effortless aus. Ja, genau. Also, wenn er dann auch mal gerade gegen so ein Mid-Team einfach mal so mit angezogener Handbremse, die völlig rasiert. Ja, wenn er die Bundesliga verlässt, war es eine geile Zeit, war geil, so einen Außenangreifer zu haben. Aber ich bin auch froh, dass da irgendwie jetzt mal so ein neuer Anstrich auf die Außenmauke in Berlin kommt. So, meine Freunde, 2 sind noch über und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es war unfassbar knapp. Beide Kandidaten haben das gleiche, identische Durchschnittsranking von den Coaches bekommen. Am Ende hat eine Platz-1-Stimme mehr für Kandidat A entschieden, dass er auf Platz 1 gelandet ist und es ist eben... Er soll die Kackschläge blocken, aber da aus perfekter 1 gegen 1 gegen Krieg, da wird er auch nichts machen. Wo ist der her? Ist einfach durch die Mitte, oder? Nicht Erik Röhrs auf Platz 2 und... Gut, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also wann hatten wir das letzte Mal in der Bundesliga so einen kometenhaften Aufstieg? Weil wir reden ja nicht von jemandem, der in die Bundesliga wechselt oder der vielleicht dann sein erstes Jahr spielt und direkt einschlägt. Ich meine, wir kennen Erik, der hat auch in Düren schon, gerade in den Playoffs, eine wichtige Rolle gespielt. Letztes Jahr hat er überhaupt keine Rolle in diesem Ranking gespielt und springt jetzt auf Platz 2 und wurde wirklich von einigen Coaches, von fast der Hälfte, einfach auf Platz 1 vor Ruben dann gesetzt. Finde ich auch okay. Also solange seine Defense, und das meint jetzt Defense finde ich ihn übrigens hart improved. Also ja, da hat der lange Sommer 6 spielt er wirklich richtig Hammer, gut. Hammer, wirklich, genau. Annahme schafft das Aufschlagsniveau in der Bundesliga, ihn nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Und er hat einfach eine Offensivpower, die ist ja geisteskrank. Ja, also bester Angreifer hier in dem Ranking, der einzige Außen mit über 50% bei hohem Volumen, ist der beste Aufschläger, ist einer der absolut besten Blocker. Er ist das Gesamtpaket und ich bin auch ehrlich, wir werden auch gleich Rubens Stats angucken. Erik hat die beste Saison gespielt. Ja. Wenn wir nur die Saison bewerten, dann ist Erik die 1 für die Saison 23-24. Da geht für mich nichts dran vorbei. Auch in den Playoffs gegen Berlin, obwohl er sogar angeschlagen wieder zurückgekehrt ist, hat er ein Wahnsinnsspiel gemacht. Von daher finde ich es trotzdem okay, weil mir wäre es ein bisschen zu schnell gegangen. Ja, geht's so schnell. Einen 22-jährigen Bengel dann da direkt vor hier so jemand mit einer Legacy von Ruben Schott zu setzen. Von daher, ich gehe damit, ist es okay. Stell dir mal vor, er wird Ruben auch nerven dann bei der Nationalmannschaft oder so. Das wäre auch nicht gut. Es ist schon okay, dass Ruben da seinen Platz schön hält, weil er einfach ein unfassbar guter Außenangreifer ist. Und Erik hat ja noch ein paar Jahre, um das vielleicht irgendwie zu schließen, das Gap. Schon in Ordnung. Ich mag das so, ich mag es so, wie es ist. Eine Frage da eben, ob es möglich wäre. Also Twitch hat rein theoretisch jetzt inzwischen Mein Gott, what the fuck? Ja, und dann kommen wir natürlich auch nochmal zu unserem Platz 1, den wir trotzdem würdigen wollen, weil auch wenn bei Ruben Schott die Statistiken, und ganz ehrlich, das ist auch in den letzten Jahren nicht unbedingt immer der Fall gewesen, Ruben ist nicht der, der 50% Angriffsquote hat. Ruben ist auch nicht der, bei dem immer das Statsheet am Ende der Boxscore aussagt, wie gut er wirklich gespielt hat. Auf keinen Fall. Da gibt es so kleine Dinge, die Ruben einfach nochmal extra macht. Ich glaube, jeder, der ihm schon mal ein bisschen länger zugeguckt hat, weiß das auch. Trotzdem finde ich, und das zeigen auch die Statistiken, war er letzte Saison besser. Und er hat so einen kleinen Schritt zurückgemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber muss man jetzt rein, also wenn man die Stats vergleicht, muss man sagen, wie gesagt, ist es ein bisschen schmeichelhaft für Ruben, hier zum zweiten Mal back-to-back das Ranking anzuführen. Ja, ich glaube, das war ein intensiver Sommer mit einem Spannungsabfall nach dieser Olympia-Quali, dann super viele Spiele in einer kurzen Zeit mit diesen Highlights in der Champions League, dann diesen Lowlights gegen die unteren Mannschaften in der Bundesliga. Das führt dann, glaube ich, schon mal dazu, dass du so ein bisschen noch auf deine Deadline scheißt, weil du so erhaben bist darüber. Du musst jetzt nicht mehr Team 9 bis 12 vorführen. Du bist vielleicht mal froh, wenn du nicht spielst und so. Ich glaube, das zahlt auch darauf ein, dass die Deadline nicht ganz so gut ist und der nicht so präsent war dieses Jahr, wie er die letzten Jahre war. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir jetzt noch nicht, wie die Finalserie ausgeht und ob Ruben da nochmal aufdreht. In Spiel 1 hat er auch ein kleines bisschen gestruggelt, aber er ist und bleibt der größte Motherfucker, der da rumläuft in der Volleyball-Bundesliga und von daher auch ein würdiger Champion hier wieder für das Ranking, für den großen Abschluss. Für das Ranking, also für dieses Außenangreifer-Ranking, weil das ist halt nach wie vor heftig. Wer hat es da nicht reingeschafft? Kann ich euch gerne vortragen, darf natürlich nicht fehlen, weil für einen Kandidat war es auch ein bisschen bitter. Die Grüße gehen nach Bitterfeld raus, nämlich Logan House. Da wussten so ein paar Coaches nicht, wie sie ihn einsortieren sollen. Ja. Und auch 1-2 hatten ihn dann irgendwie ins Diagonal-Ranking mit reingepackt. Deswegen hat es da nur für Platz 11 gereicht. Auf Platz 12 haben wir Theo Timmermann mit am Start und dann hat Robin Baghdadi bei 1-2 Coaches dann doch noch ein bisschen Liebe bekommen, aber ich meine, hat ja auch kaum gespielt, dann auch verdient keine Rolle gespielt hier für die Top 10. Ja, spannend. Das ist die Position, die wieder viel Wechsel erleben wird nächstes Jahr. Ein bisschen schwächer geworden, das Niveau insgesamt, so, ne? Wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht, also wir verlinken euch einmal das Video. Brand und Co. all weg, also dann die ganzen Außenangreifer aus Friedrichshafen alle weg, nur das Lucci. Das darfst du nicht, kannst, also das konnte man nicht kompensieren, deswegen potenziell ein bisschen schwächer im Durchschnitt von
von der Leistung, aber es ist ja das Ranking wird nächstes Jahr wieder komplett anders aussehen. Und wir werden wieder 10 richtig geile Kandidaten auf Außen da bekommen. Das ist definitiv der Fall. Von daher hoffe ich, dass euch das Format hier gefallen hat. Mal wieder. Wir werden es natürlich nächste Saison wieder für euch machen und ein letztes Mal könnt ihr natürlich auch euer Außenangreifer-Ranking, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Da wird es einige, die disagreeen werden oder ein bisschen anders sortieren. Haut sie auf jeden Fall rein. Das supportet das Ganze ein bisschen und dann soll es das gewesen sein für diese Saison Bounce House. Vielen, vielen Dank für alle Supporter und wir sehen uns in der Saison 24/25. So sieht's aus. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für den Support.